Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder ein SBB, Freunde, um Erling Braut Haaland. Nenn ihn Haaland. Haaland. Ich nenne ihn Erling Braut Haaland. Auf jeden Fall eine krasse Maschine. Krasser Typ. Ehrlich, ich bin sehr gespannt auf seine Karte. Kostet 1,1 Millionen. Und wen habe ich auf der anderen Seite? Sid. Guten Tag, Leute. Ihr seht bei Sid, er kann sich kein Haaland leisten, aber akzeptabel. Als Bestrafung nimmt er sein Sid Pro Player Card, also sich selbst. Es wird auf jeden Fall schwer zum Erraten als ZM, weil er lässt sich nicht mal als Stürmer spielen, weil er lost ist. Und dann würde ich sagen, Sid, eine Question noch, bevor wir reingehen. Ach man, was ist so? Wie viele Likes holen wir? 3K für den besten Tormann der Welt. Okay, 3K für den besten Tormann der Welt. Freunde, pusht euch. Wenn dieses Duo hier aufrechterhalten bleiben soll, dann pusht den Like-Button, Freunde. Ich hoffe, euch gefällt dieses Video und auch passend mit dem Dortmund-Trikot für Erling Braut Haaland. Und wir starten jetzt ins Video, Freunde. So, ich halte rein. Man sieht die zwei Spieler. So, als LS hast du eigentlich niemals. Ich habe links Insigne und im Mertens. Sturm habe ich Mertens. Aber du hattest recht, dass wenn ich einer rate, habe ich den anderen auch, oder? Ich weiß. Da hast du dich verplappert. Aber ich habe den Spieler nicht. Also bei mir ist es jetzt wirklich kritisch. Ich muss einen BVB-Spieler nehmen. Ja, mein Lieber. Und Baby, hast du meine Bundesliga-Weekend League da gesehen, wo ich 13-0 geholt habe? Und da war der Keyplayer Rafael Guerrero. Okay. Food Birthday. Und RF haben wir am Start. Da hast du keinen Dortmund-Spieler, ne? Nee, habe ich nicht. Okay. Der war auch krass bei mir. Und das ist Rashica, Milot. Ja, Guerrero kann direkt mal raus. Hey! Und rechts hast du Gnabry, oder? Nee, rechts hatte ich Willian einfach. Irgendwas anderes. Ah, stimmt, okay. Anstatt ich zwei Bundesliga-Spieler einfach nehmen. Nein. Schade, das alles ist vorbei. Tormann Ölöf? Ja. Okay, Tormann Ölöf, oh mein Gott. Freunde, das sieht nicht gut aus. Und wir sehen uns jetzt gleich bei den nächsten Spielern wieder. Okay, Leute, ich halte jetzt seine drei Zentrumspieler rein. Wahrscheinlich sind es die drei. Wir beginnen bei der Icon. Ich glaube, die war klar, dass ich rechts eine Icon nehme, RZM. Ja. Und da habe ich den einzig waren, Clarence Seedorf. Schade. Sehr gut. Und im zentralen Mittelfeld, da habe ich eine SBC gemacht. Die kannst du nicht haben. Das ist Saul. Den habe ich gemacht, weil ich ein bisschen abstoßen musste. Ich habe es halt für einen guten Zweck gemacht. LZM habe ich Santi Cazorla. Nices zentrales Mittelfeld. Darfst du alle behalten. Aber war schwer. Okay, Sid. Verdammt, bist du ready? Ja. Okay, ich halte rein. Let's go. So. Da kommt mein dickes Board. Und den Spieler. Ich sag dir ein bisschen was über deine Spieler, okay? Hau was raus. Icon. Welchen willst du? ZM? Im mittleren ZM, ja. Ist eine Icon. Okay. Und da sage ich dir ganz ehrlich, das ist ein Wuschelkopf. Das ist Ruud Gullit. Jawohl. Dann RF. Nicht zu billig, nicht zu teuer. Gerard Moreno. Tots. Und er zu dem Sand Cazorla. Ja, außen warst du leider falsch, mein Junge. Aber Cazorla habe ich. Nee, Cazorla. Also ich habe rechts außen Bergwein. Ah, okay. Und ZM. Rechts habe ich Kevin De Bruyne. Und im ZM in der Mitte habe ich Clarence Seedorf. Ja, danke, Mann. Danke für den. Also, ja, ist auch ein Wuschelkopf. Denke, ich mach's ihm so einfach. Oh mein Gott. Okay. Ey, warte. Das war's jetzt mit dir bei den Verteidigern. Freunde, wir sehen uns jetzt bei der Defense. Okay, Freunde. Wir kommen jetzt hier zu den Außenverteidigern. Ich habe hier meine zwei Picks drinnen und ich könnte einen haben. Könntest einen haben, ja super. Freut mich für dich. Okay. Danke, Mann. LV? Wendell. Hast du ihn aufgeschrieben? Ja. Es ist hast Rousseau. Du? Nein. Ey, wieso prankst du mich so? Was hast du für Blazer? Ey, wie kommst du auf Wendell? Hä? Als ob es so obvious ist oder so. Rechts, den könntest du haben, maybe. Kyle. Oh Mann. Jawohl, es ist Wan-Bissaka. Oh mein Gott. Wan-Bissaka tots in Rot. Ey, was machst du mit dir, Mann? Ich schwöre, ich wollte den nehmen. Ey, das ist unfair. Oh Mann. Sie sind gecheatet hier. Okay, komm, jetzt so bin ich gespannt, ob du einen von mir hast. Ich schalte mal direkt rein. Also rechts war sehr schwierig, muss ich sagen. Ich habe mich einfach an deinen roten Pick orientiert, an Trent. Wait, ich habe rechts Seedorf, hast du eh, oder? Ja. Ich habe Trent RV geschrieben. Also ich habe RV, Wan-Bissaka. Mhm.
Okay. Nee, Spaß, ich habe harte Bird wegen Strongling. Oh, ich hatte überlegt. Ja, ich dachte mir sogar. Oh mein Gott. Und es gab diesen Kleiber auch noch, den dachte ich auch, hast du vielleicht. Aber da bin ich risky gegangen. Und Elfer kannst du sehr, sehr wahrscheinlich haben. Sie ist Espanol, es Jordi Alba. Nee, ich habe Grimaldo trotzdem. Wichtig. Okay, Mann, Außenverteidiger stehen bei beiden. Hey, Außenverteidiger werden eigentlich immer gesniped, aber... Bei mir wird nichts gesniped, ich bin der beste Spieler der Welt. Achso. Freunde, wir sehen uns jetzt beim letzten Dreieck. So, ich halte dein Abwehrdreieck rein. Okay, Du musstest Spanier nehmen. Ja, das stimmt. Sorry, ich brauche noch einen starken Link oder zwei Weak Links. Das ist korrekt. In Verteidigung. Hau du mal was raus. Ich habe einen Tots aufgeschrieben. Ja, Piqué. Nee, du hast nicht Piqué, oder? Nein, ich habe nicht Piqué. ein von Real. Du hast mich. Ich habe Nacho Fernandes genommen. Ich habe Sergio Ramos. Und als RIV habe ich... Hast du wirklich Nacho? Ja. Okay, scheiße. Und RIV habe ich Romagnoli. Perfekt. Hast du nicht, safe nicht. Nee. Und Tor habe ich Donnarumma. So wegen Perfect Link. Das war Quatsch. Spaß, Bro. Du hast Ramos. Du hast ja, war klar, Junge. Der war in deinem Main-Team, Mann. Ja, aber ich hab nicht mal den Tots genommen. Weil du so auch ein Schwitzer bist, Gott. Junge. Wenn du mir da paar Tore machst. Du red nicht. Du wolltest keinen verkaufen aus deinem Team. Red gar nicht. Komm, ich halte jetzt rein. Ohne hier viel reden. Also, ich habe Ramos weggemacht, oder? Ja. Du, ich habe Ramos, perfekt. Ja, das hier ist jetzt. Das war jetzt dein Karma. Guck. Innenverteidigung. LIV. Ja. Deutscher. Den hast du safe nicht. Das safe nicht. Klostermann Inform, oder was? Hast du ihn aufgeschrieben? Ja. Ich hab meinen guten Kumpel, Jordan Torunariga. Ich hab mir extra noch einen Link gegeben, damit es nicht so obvious ist, dass ich Superlink mache. Oh mein Junge, Gott. Du lachst noch über ihn. Warte ab. Nee, no joke, ich habe ihn auch gespielt letztes Game. Er ist wirklich strong. Besser ist no das. No real talk. Aber Silberspieler eigentlich verboten in SWB. Wirklich? Ja. Mir doch egal. Okay. RIV. Ich muss einen aus der Premier League. Gib mal ein paar Tipps. Also ich dachte so, Laporte maybe. Aber dadurch, dass du jetzt Jordan hast, bist du full. Und Jordan ist auch full. Und deshalb denke ich, dass du jetzt irgend sowas. Van Dijk, Alisson oder so. Ich habe Otamendi und Leno. Das ist bodenlos. Ich habe Söhnchi, Tots. Und Schmeichel. Ja, und Schmeichel. Junge, wie soll ich auf Jordan kommen? So, nee, man darf Silberspieler nehmen. Real talk. Darf man. Aber ist halt bodenlos von dir. Aber es ist Jordan, nee, deshalb ist es nicht bodenlos. Jordan darf. Okay, also du hast mir zwei Spieler weggesniped. Ich habe einen Bronze-Torwart als Elle und IV habe ich Bronze. Oh, ich habe mir gerade eine Push-Karte gegeben. Ich wollte mir Fitness geben. Meine Pro-Player-Karte kann man sowieso nicht pushen. Wir haben jetzt hier bei mir IV, Bronze, Elle, Bronze-Torwart. Ich habe zwei Bronze, du hast gar kein Bronze, du hast Full-Team. Und wir gehen ins Game, Freunde. Ich bin auf jeden Fall gespannt, das wird ein Schwitzer-Spiel. Ich bin so gespannt auf Erling. Hilfe. Was macht er da? Danny. Erling. Danny sagt. Nein! Oh mein Gott, der Kaspar! Digga, was ist das für ein Biest? Wie groß ist der? Wie als ob man das so. Wo ist mein Spieler? Linksfuß. Gut, Jordan! Genau das will ich sehen! Santi Casorla! Erling! Oh mein Gott! Der war in die Mitte! Junge, der Typ ist gecheatet! Rashica, Milos und Erling. Oh. Jordan! Was ein langes Bein! Oh mein Gott! Jordan. Ja. Weiter geht's. Ja. Was? Elfmeter. Hey, wo? Hä? Sid, du bist so lost. Wo war denn Foul? Was machst du denn, Sid, Mann? Was war? Hast du was gesehen? Du weißt selber nicht, was war. Ich weiß selber nicht, was war. Hast du recht. Normale Spieler würden jetzt verschießen mit Absicht. Guck mal den an. Guck mal den an. Ich bin nicht. Einer will, dass meine Pro-Player-Card drauf geht. Die Chance ist gering. Aber wir holen uns das Ding. Digga, wer ist Mehmet Yildiriz? Das ist schwierig, glaube ich. Habe ich an der Frisur gesehen. Nee, Aslan Hamdeli. Wer ist das denn? Du bist halt der Losty, der sich nicht irgendwelche Spieler verkaufen will für SW. Selber schuld, falls jetzt dein 99er fliegt. Sag ich dir ehrlich. Hab den Börder auf Erling. Bam! Süß. 0% Fehlerquote. Oh, was? Aber das war gut. Was? Ich bin fast angekommen. Warte, Bro, der ist nervös. No. Gegen seinen Ex-Club. Oh, Sit on the wing. Oh, fast hätte ich getroffen. Greift doch Elfer. Ja, es war fast Elfer, Mann. Hoi, oh Mann.
Oh, was war das? Das war CPU. Nein, wie drehst du dich? Und was? Abschluss, das war nicht mal. Guck mal, Abschluss. Jordans verletzt. Jordan verletzt. Erling. Jordan verletzt von den Goats. Erling? Erling mit der Ball. Guck dir diesen Antritt an. Komm, Jordan. Du, Jordan kann nichts machen. Gib mir die Spiele. Natürlich kann Jordan was machen. Warte. Was kann er denn machen? Mann! Jordan ist verletzt, Mann. Unfair. Uff. Holland, jetzt! Oh, what the fuck? Jordan. Bam! Oh mein Gott! Boah! Ja, der Digga, Kaspar Schmeichel. Der rettet der mich typ aber auch ganz schön. Krass. Digga, wie schnell war er gerade? Holland, das ist wirklich krass. Jordan seit der Verletzung sichtlich angeschlagen, aber der Mann beißt sich durch. Das schätzt man an ihn. Der gibt alles fürs Team. Nein. Nein. Oh mein Gott! Oh, ich hab sogar Torwart versteckt. Freeze! Mann! Können noch ein Tor kommen? Ja, maybe. Oh! Ja. Meine Güte, wieder drei Spieler. Mann! Okay, wir sind jetzt beim Discarden angekommen. Und ich sage es euch so, wie es ist. Wenn ich jetzt den 99er discarde, dann tut es mir ehrlich leid. Das tut wirklich dann weh in der Brust. Das war dann wegen dem Elfmeter. Das war dann. Du kannst dir doch mal aussuchen, ob du es wirklich, ob du das Tor annimmst oder nicht. Also wirklich, die Chance liegt bei 11 zu 3, 3 zu 12. Das ist die Chance. Und eigentlich von den Big-Spielern ist eh nur dein Sit am Start. Bergwein wäre eklig. Wan-Bissaka wäre eklig. Ja, Wan-Bissaka wäre auch eklig, das stimmt. Also, ich habe letztens, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das SVB gegen Eli, da habe ich die Außenverteidiger genommen. Und ich habe jetzt eine Chance. Ich habe 3 Picks. Das kann nicht sein, dass du, wie Eli hat sein Gomez stehen gelassen. Und ich denke, dass du hast nicht die Balls, deinen 99er stehen zu lassen. Das kannst du nicht machen. Wenn du das machst, ehrlich, was kam da für ein Junge, jetzt machst du schon wieder Mindgames mit mir. Also guck, ich sag, du stellst den weg aus den ZMs, die kommen da weg. Verteidigung kann auf jeden Fall sein, Torwart schalte ich auch, also weg. Also haben wir die Defense und den Angriff. Und weil ich 3 Picks habe, habe ich wirklich ein gutes Gefühl im kompletten Angriffssit. ST, LS, RS. Hab ich nicht? Ich hab ihn ins rechte ZM gemacht, ey. Ich hab so lange gestruggelt, wo ich ihn machen soll. Oh mein Gott, aber du hast ihn gewechselt, oder? Ja. Aber du bist geblieben im ZM. Ja. Das war aber auch schwer, Mann. Du hast den Zini als zuersten, dann De Bruyne und Schmeichel. Okay. 100, 150k. Ja. Ah. Egal. Aber egal. Ganz ehrlich, ich hätte auch nicht gewollt, dass den es gerade. Sag ich dir ehrlich, wie es ist, Mann. 99er Karte, die ist, kriegst du nie wieder. Und dein Tor zählt nicht, Junge. Und mein, ja, dann zählt mein Tor auch nicht, okay? Danke. Sag's noch ein paar Mal. So, Leute, das war's mit diesem Video. Ich bin gerade etwas ein bisschen durcheinander, weil ich gedacht hätte, vielleicht kriege ich vielleicht zumindest diesen Wan-Bissaka. Aber haben wir nicht. Aber halb so wild, Freunde. Ich hab's jetzt mal versucht mit der Offensive. Ich bin wirklich noch nicht der Sniper-King. Aber nächstes Mal überlege ich mir was Besseres. Achso, ja, okay, Discard im Hintergrund. Auf jeden Fall, Freunde, wie gesagt, sprengt gerne den Like-Button. Wenn wir 3.000 Likes holen, das wäre richtig, richtig krass. Und zusätzlich, wir stehen, ich glaube, 1.000 Abonnenten fehlen circa zu den 30.000, Freunde. Also Straft euch da, falls ja. Straft euch da. Lasst ein kostenloses Abo da, Mann. Ja, guck, Sinne supportet sogar. Ja, genau. Und auf jeden Fall, Freunde, es ist kostenlos. Like, alles ist, das ist kostenlos, aber supportet mich enorm. Wenn ihr das macht, küsse ich eure Herzen, Freunde. Küsst du meine Herzen, was? Küsse ich die Herzen meiner Fans, okay. Meiner Zuschauer. Weil sie ein gutes Herz haben, weil sie mich subscribed haben. Achso, okay. Und ja, Fazit zu Erling, ohne Spaß, ich überlege den mir in die WL zu holen. Sah sehr gecheatet aus, ich höre. Aber der war wirklich krass. Der kam sogar bei Jordan vorbei, als er verletzt war, muss man bedenken. Aber wirklich, Erling hat sich wirklich krass spielen lassen mit Engine. Ich habe ihn extra Engine drauf getan, dass ich ihn noch so ein bisschen testen kann. Wirklich krasse Karte vorne. Und Saul, dass ich den gemacht habe, war auch perfekt. Leider habe ich den Witzel nicht gemacht. Okay, hat Spaß gemacht mit euch. Danke fürs SBW, meine Güte. Wieder 150k ärmer. Meine Güte, lasst ein Follow da, lasst ein Like da, wenn es euch gefällt. Auf jeden Fall, Freunde, wie gesagt, wie Sid auch schon sagt, lasst gerne die Likes da, lasst gerne die Abos da, wir sind kurz vor den 30k. Und das war's, Sid. Checkt Sid ab, checkt den Erdmann ab, wirklich, Freunde. Er hat mir jetzt in der Zeit, wo ich wirklich viele Absagen bekommen habe, hat er sich da eingesetzt für mich und hat mit mir jetzt das SVB aufgenommen. Auf jeden Fall, ich verlinke alles von Sid in der Videobeschreibung, erste Links. Checkt das ab, Freunde. Und dann würde ich sagen, Sid, haust du rein, hauen die Zuschauer rein. Tschüss, Freunde. Ciao, Jungs.